Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Postillon 24 Nachrichten. Wir starten mit einer absoluten Sensationsmeldung. In einer Studie des Fraunhofer Instituts wurde erstmals eine Allergie gegen Katzencontent nachgewiesen. Ein 24-jähriger User aus Kiel bekam regelmäßig Ausschlag in den Armbeugen, wenn er sich im Netz Katzencontent ansah. Versuchsreihen mit Placebo-Produkten wie Panda-Bären-Fotos oder Clips von Eagle-Babys bestätigten leider den Befund: Katzen-Babe-Content-Allergie. Die Mediziner haben aber auch bereits ein Gegenmittel gefunden. Der 24-Jährige fotografiert jetzt regelmäßig sein Essen, stellt die Bilder ins Internet und gilt seitdem als geheilt. Weitere Meldungen nun mit Anne. Überraschung beim Web-Videopreis. In Düsseldorf werden zur Stunde die Web-Videopreise verliehen. Während der Preis für das beste Musikvideo an Annen-Mai Kanterei ging, sorgte die Verleihung des Publikumspreises für eine Überraschung. In der Kategorie Most Popular YouTube Music Video Germany konnte sich der YouTube-GEMA-Hinweis "Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar" durchsetzen. Die GEMA bedankte sich heute in einer Pressemitteilung und sieht in dem regen Zuspruch die Bestätigung, dass auch die Nutzer ihren Kampf für die Interessen der Musikverlage honorieren. Frau wirft Ball korrekt. Fake oder echt? Ein kürzlich aufgetauchtes YouTube-Video zeigt eine junge Frau, die einen Ball offenbar vollkommen korrekt wirft. Das Erstaunliche, weder klappt die Frau ihren Arm kurz vor dem Wurf seltsam ab, noch lässt sie den Ball zu spät los. Die einen glauben, dass hier mit Photoshop nachgeholfen wurde, andere wiederum sind überzeugt, dass es sich bei der vermeintlichen Dame in Wirklichkeit um einen zierlichen Mann mit Perücke handelt. Vielen Dank, Anne.